Hallo und herzlich willkommen zu den COD News, heute mit folgenden Themen. Die Patch Notes wurden veröffentlicht, speziell hier mit den Zombie-Nerfs für die Modern Warfare 3 Zombies-Reihe. Dann der neue Blogpost von Activision, hier geht es speziell um die Warzone und die Season 1. Und außerdem neue Inhalte für die MWZ, ebenfalls in diesem Blogpost für die Season 1, speziell für den Zombie-Modus. Mein Name ist Erik und ich heiße Sie herzlich willkommen zu den COD News. Fangen wir mit den Patch Notes, die jetzt am Abend rausgekommen sind. Und zwar haben sie wohl über die Nacht Patch Notes rausgehauen. Da geht es natürlich jetzt nicht um die DMZ. Hauptthema ist tatsächlich Multiplayer, was ich persönlich jetzt nicht so interessant finde. Und die MWZ, also der Zombie-Modus in Modern Warfare 3. Und hier fangen sie direkt an mit dem ersten Punkt, dass Leute in die Story-Mission reingezogen wurden. Das war ein bekannter Bug. Den haben sie jetzt endlich behoben. Dann das Problem, dass Leute aus Hubschraubern gefallen sind bei der Exfiltration. Das haben auch viele erzählt in den Livestreams. Das ist jetzt auch behoben. Ihr könnt nicht mehr aus dem Hubschrauber rausfallen. Und euer Team wird exfiltriert währenddessen. Dann haben sie jetzt aufgrund dieser ganzen Exploit-Probleme zuallererst einmal den Cooldown an Exfiltration erhöht. Also wer jetzt an Exfilts ist und einen Hubschrauber ruft, ich habe mich selber auch schon gewundert, ich will einen Hubschrauber rufen und es kam einfach keine Möglichkeit, den Hubschrauber zu rufen. Also das Feld wurde nicht blau, wurde nicht wieder aktiv, kam kein grüner Rauch und das liegt einfach daran, dass die Zeit bis zum nächsten Cooldown, bis zum nächsten Heli-Ruf 2 Minuten dauert. Also es wurde auf 2 Minuten angehoben. Also sobald der Hubschrauber weg ist, müsst ihr 2 Minuten warten, bis ihr den nächsten Hubschrauber rufen könnt. Damit soll halt nicht mehr so viel Zombies gefarmt werden. Und zusätzlich wurde die Anzahl der Zombies stark reduziert an den Exfills. Wir reden davon nur noch 5-10%, also 10 bis 20 Zombies noch, die an der Exfil-Station kommen momentan, um euch aufzuhalten. Kann sein, dass das wieder rückgängig gemacht wird, aber momentan ist der Stand eben so 10 bis 20 Zombies. Das heißt, wenn ihr da Waffen-Kamos oder ähnliches farmen müsst, dann müsst ihr definitiv jetzt Aufträge machen und die dort farmen, weil an der Exfil-Station selber lohnt sich das überhaupt nicht mehr. Dann haben sie ein Problem gelöst, dass Waffen dupliziert werden können und generell das Problem, dass Score-Streaks dupliziert werden können. Da reden wir zum Beispiel von einem Turret-Glitch, dass der Turm immer wieder erneuert werden konnte. Oder auch der Juggernaut, sehr beliebt, dass man den Juggernaut immer wieder neu benutzen konnte. Das ist jetzt alles behoben. Dann gab es anscheinend ein Problem mit der Mega-Abomination, also mit dem Mega-Scheusal-Monster in Zone 3. Und zwar ist es so, dass der wohl nicht immer auf euch draufgesprungen ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon in Zone 3 unterwegs war, aber es ist so, dass da eben manchmal tatsächlich das Mega-Monster einfach euch in Ruhe lässt. Und das wurde jetzt ebenfalls behoben, wobei das jetzt keinen großen Unterschied macht, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Zone 3. Dann gibt es noch mehrere Stabilitätsprobleme, die behoben wurden. Also, dass Leute nicht mehr ins Menü konnten. Dann die Anzahl der Zombies, habe ich eben angesprochen. Und dann nochmal weitere Stabilitäts- und Kartenprobleme, die behoben wurden. Also insgesamt ein ganz großes Problembehebung bei der Performance. Was zeigt wieder, wie viel Power doch in so ein Game reinfließen kann, wenn man das wirklich als Main-Support sieht. Dahingegen habe ich jetzt zum Beispiel heute eine Runde in der DMZ verbracht. Und da merkt man, dass es doch noch an allen Ecken und Enden knirscht. Also ich bin gespannt. Sie haben jetzt eine Woche gebraucht, um das alles zu beheben. Bin gespannt, wie das jetzt läuft. Ja, dann kommen wir schon zu einem Blogpost, der eben jetzt rausgekommen ist. Und hier geht es um die Warzone, aber auch Multiplayer war natürlich ein Thema. Und zwar kriegen wir 3 neue 6v6 Maps. Ich möchte aber nicht groß auf den Multiplayer eingehen. Lass mal direkt in die Warzone springen. Hier haben wir natürlich weiterhin die unendlich große Hoffnung, dass die DMZ angesprochen wird. Ist aber leider überhaupt kein Thema gewesen. Wir reden hier jetzt direkt über Uzikstan, über die neue Map, die wir aus dem Modern Warfare Zombies Modus kennen. Sie sagen, dass die Map jetzt die neue Infiltrationszone wird, sozusagen für den Battle Royale Modus. Und sie sagen, dass eben als Gameplay-Update die ganzen MW3-Mechaniken in die Warzone implementiert werden. Also Warzone wird einmal komplett umgewandelt, bekommt eben diese neuen Mechaniken, die neuen Waffen und so weiter und so fort. Mit enthalten, betonen sie hier nochmal, sind zum Beispiel Slide-Canceling aus MW3, das Tech-Sense, also die taktische Haltung, dass man seine Waffe praktisch so schräg anlegen kann, ist enthalten und so weiter und so fort. Da werden aber noch weitere Informationen folgen. Wir gehen natürlich davon aus, dass wir eine 100%ige Implementation von Modern Warfare 3 in die Warzone bekommen werden. Dann sprechen sie noch ein, zwei kleine Punkte an, und zwar die Ziplines, die horizontalen, die wir bereits kennen, dass wir die ebenfalls in Battle Royale benutzen können. Einen Zug wird es geben, den wir fahren können. Das haben wir bereits in den folgenden Events erlebt. Und das HQ wird ein Update bekommen, dass wir dann noch entsprechend besser navigieren können zwischen den ganzen Call of Duty Spielen.
Zum Schluss bringen sie noch eine kleine Vorschau für die Season 1. Und zwar geht es hier nochmal um Multiplayer Ranked. Also der Ranked-Modus wird kommen. Und sie reden von einem Schnee-Event, ein Snow-Event, welches dann in der Mid-Season 1 kommen wird. Also hier ist bereits das erste Event geplant. So viel erstmal nur zur Warzone und Multiplayer. Aber ebenfalls eingenommen haben sie natürlich die MWZ, also Modern Warfare 3 Zombies, was da kommen wird. Und wir wissen ja, dass aufgrund der Art und Weise, wie dieses Spiel aufgebaut ist, ein Content-Update unglaublich wichtig ist, mit weiteren Story-Inhalten und so weiter und so fort. Und das scheint auch gut zu kommen, also da haben wir jede Menge. Und zwar fangen sie damit an, dass ein Rift entstanden ist in der Außenzone, oder sie sagen in der Exclusion Zone. Das heißt, wir haben sozusagen ein Portal jetzt auf der Map, in dem wir sozusagen als Team oder auch als Solospieler hoffentlich dann eintreten können, um dann ein Endgame-Content zu bekommen. Also irgendwelche Ätherrisse, die uns wirklich anscheinend in eine neue Instanz bringen, in der wir entsprechend dann neue Dinge machen können. Sie nennen das Ganze als Enter the Rift, also die Dinge heißen dann Rift, Dark Aether Rifts. Und zwar ist es so, dass es eine chaotische Challenge sein wird mit einer limitierten Zeit, also möglicherweise noch ein bisschen mehr Zeitdruck, um seine Ziele zu erfüllen und zu überleben. Diese Dark Aether Rifts sind eben Endgame-Aufgaben und sind für diejenigen gedacht, die wirklich die normalen Missionen, Aufträge und Story und so weiter komplett abgeschlossen haben und die nächste Herausforderung suchen. Den zweiten Punkt nennen sie jetzt die Friend Zone, und zwar ist das eine neue Waffe, die VRL, war auf dem Bild zu sehen. Das ist eine Wunderwaffe, die Gegner zu Freunden macht, und das Besondere ist jetzt nicht nur Zombies, sondern eben auch Menschen. Also wir haben endlich die Möglichkeit, Menschenbot zu Verbündeten zu machen. Also diese Waffe sozusagen macht alle Gegner freundlich. Und den dritten Punkt nennen sie Gear Up. Hier geht es darum, dass man eine neue Kategorie für Baupläne bekommt. Also wir haben momentan 4 Kategorien, das heißt, wir kriegen eine 5. Kategorie. Einzigartige Acquisitions, also irgendwas ganz Neues, was wir noch nicht kennen. Und sie sagen auch, dass es einen gewissen Skill brauchen wird, diese Baupläne zu bekommen. Also das wird ebenfalls Inhalt sein für Season 1 am 6. Dezember. Wir sind gespannt auf weitere News, sehr, sehr, sehr gespannt, was sie über die DMZ sagen und wie es genau dann in Season 1 weitergehen wird. Spannung bleibt, wir sind auf den nächsten, warten auf die nächsten Blogposts. Bis dahin verabschieden wir uns. Ich sage an dieser Stelle hasta luego und hasta la vista. Ciao, ciao, ciao.